Weihnachtsfest startete ein neuer Film, dessen Tourankündigung im Kino gleich alle in den Bann schlug. Wir haben nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass das nochmal eine Fortsetzung finden sollte. Ich weiß nicht, ob Sie das Kinogeschehen mitverfolgen und ob Sie sich von der Aufregung haben erfassen lassen. Aber ich darf Ihnen versprechen, das, was da im Kino passiert, ist ein Ereignis, das uns nicht unberührt lässt, das auch Sie nicht unberührt lassen wird. Aus der gigantischen Saga Krieg der Sterne wird nun die 7. Episode erzählt. Das Erwachen der Macht. Seit gut 40 Jahren begleitet uns diese Geschichte. Der erste Film erschien 1978 in den deutschen Kinos. Das bedeutet für die geburtenstarken Jahrgänge der 60er und auch für die 70er, dass dieses Heldenepos sie schon ihr ganzes Leben lang begleitet. Vielleicht lächeln Sie jetzt und denken, naja, der Pfarrer gehört auch dazu. Und damit haben Sie völlig recht. Denn ich erinnere mich noch ganz lebhaft an die großen Plakate der Kinowerbung, die wir vom Schulbus aus sehen konnten. Und ich erinnere mich an die Faszination, die das ausübte und den Wunsch, das sehen zu dürfen im Kino. Ich konnte damals nicht hin. Für einen Jungen vom Dorf war es nicht so einfach, ins Kino zu gehen. Aber ich blieb nicht unberührt von der Kraft dieser Erzählung, so wie keiner von Ihnen unberührt blieb. Sie begleitet mich seit 40 Jahren. Nun waren Sie wahrscheinlich sicher auch genötigt, diesem Großereignis zu Weihnachten Tribut zu zollen. Vielleicht haben Sie sogar die Gelegenheit genutzt und haben Weihnachtsgeschenke daraus gemacht, Eintrittskarten fürs Kino verschenkt oder die 6 Vorläufer in einer praktischen DVD-Box verschenkt. Man kommt heute auch bei den Kindern um die Figuren nicht herum. Die Jedi-Ritter, Meister Yoda, der Todesstern, das ist für die Kleinsten der Kleinen schon alles ein Begriff. Und ganz gleich, ob Sie den Todesstern nach Lego nachbauen oder ob Sie bei Rewe die Sticker sammeln fürs Album, überall begegnet Ihnen im Moment Star Wars und wird von den Kindern auch aktiv eingefordert, auch von den Großeltern. Nun, vielleicht denken Sie, ich komme jetzt nicht in den Weihnachtsgottesdienst, um diesem Ereignis auch noch weiter Tribut zu zollen. Und es passt es überhaupt in einen Gottesdienst? Schließlich feiern wir ja Weihnachten. Passt die Premiere wirklich in das Nachdenken, dem wir uns heute verpflichtet fühlen? Wenn man sich ein bisschen mehr mit diesem Heldenepos beschäftigt, ist man verblüfft zu erfahren, wie viel biblische Anleihen Star Wars eigentlich wirklich macht. Und eine ganz zentrale Anleihe aus Star Wars ist direkt aus der Weihnachtsgeschichte übernommen, denn die zentrale Figur, Sie kennen ihn vielleicht, Anakin Skywalker, mit ihm beginnt der erste Film, der soll durch eine unbefleckte Empfängnis gezeugt worden sein. Wer also heute ein Epos erzählen will, greift immer noch auf den ältesten Kulturerzählstoff unseres Kreises zurück. Und ich will die Behauptung wagen, es gäbe kein Star Wars im Kino, wenn nicht Weihnachten als Vorläufer erzählt worden wäre. Ohne Weihnachten kein Star Wars. Menschen identifizieren sich mit diesen einzelnen Figuren und Gestalten aus dem Weltraummärchen. Ich weiß nicht, was Ihre Lieblingsgestalt ist. Ob es Sie gerne so ein Jedi-Ritter wären mit so einem Lichtschwert, Meister Yoda oder vielleicht doch der dunkle Lord Darth Vader. Letztes Jahr in Essen kamen Zehntausende von Menschen zusammen. Sie waren natürlich alle verkleidet und alle hatten eine Identifikationsfigur. Das sind Parallelwelten, die mich 2 Stunden lang den Alltag vergessen lassen, brachte es Marco aus Südwestdeutschland auf den Punkt. Du kannst dir die Filme auch zum 30. Mal anschauen und du findest immer noch etwas Neues. Und damit hat er recht. Jedes Mal, wenn man den Film wieder neu sieht, kann man neue Details entdecken, irgendwo im Hintergrund. Doch, warum müssen Sie sich das heute Morgen anhören? Warum nehme
heute Morgen damit hinein? Vielleicht gehören Sie zu denen, die diese ganze Science-Fiction-Epos mit Unkenntnis und Gleichgültigkeit strafen. Vielleicht sogar Verachtung. Vielleicht ist es nicht der Krieg der Sterne. Vielleicht ist es ja ein anderes großes Epos, das Sie geprägt hat. Wie ist es denn mit Richard Wagners Ring der Nibelungen, von dem Menschen bis heute beeinflusst werden? Und ihm wird eine gewaltige Wirkung auf die deutsche Geschichte im letzten Jahrhundert zugeschrieben, die nicht immer begrüßenswert war. Oder sind Sie eher durch Tolkiens Herr der Ringe fasziniert worden? Auch die Jüngeren unter uns kennen die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Kennzeichen dieser Epen ist es, dass sie alle eine neue Welt entwerfen. Eine komplett neue Welt mit komplett neuer Personage. Und sie entwickeln eine eigene Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit kann man sich nicht nur für Stunden, da kann man sich für Tage und für Wochen versenden. Ja, fast ein ganzes Leben lang kann man sich eine eigene Figur aufbauen in dieser parallelen Welt. Und diese Erzählungen sind so groß und ausgreifend, dass wir auch unser Leben erzählt finden darin. Ihre Bilderwelt fasziniert und gibt den Menschen Anhaltspunkte, sich selbst zu identifizieren. Das ist ja das interessante Phänomen, das wir bei diesem Leben sehen können. Es gibt Menschen, identifizieren sich so damit, dass sie ein Stück dieser Welt werden, so oft sie es überhaupt nur können. Die große Erzählung, die Werke, die ich Ihnen da genannt habe, sind alles Werke des späten 19. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts. Sie greifen aber alle auf ältere Vorbilder zurück. Wir haben gerade gehört, dass es ein gewaltiges Epos gibt, das in ein paar nüchternen Sätzen zusammengefasst worden ist. Die biblische Geschichte. Die biblische Geschichte von der Schöpfung an bis zu Jesus Christus. In einem großen zusammenhängenden Spannungsbogen erzählt. Vor allen anderen großen Geschichten, die uns in der Gegenwart begeistern und faszinieren, ist hier eine Geschichte erzählt, die insgesamt 3000 Jahre unserer Vergangenheit umfasst. Und der Bogen wird gespannt von Abraham, der etwa 1800 Jahre vor Christus aufgetaucht ist, bis zu Christus hin. Und das, was im Himmel geschieht, wird auch noch gleich miterzählt in knappen Worten. Wenn wir uns in der Welt orientieren wollen, dann muss die Welt eigentlich so laufen wie eine Geschichte. Sie muss in einem logischen Folge Zusammenhang stehen, den wir begreifen können und wo wir abschätzen können, wie das Ende aussieht. Denn das ist ja das Interessante. Selbst wenn wir ungefähr wissen, wie ein Kino oder Film am Ende ausgehen wird, verfolgen wir das Ganze trotzdem mit und brauchen dieses Ende auch. Weil wir von unserer Persönlichkeit her so angelegt sind, sonst werden wir verwirrt oder haben Angst, wenn das nicht geschieht. Sinnbögen über eine große Zeit. Das ist es, was wir brauchen, als Menschen brauchen, um überhaupt uns orientieren zu können. Darum ist Weihnachten wichtig. Und darum sind so viele Menschen auch von Krieg der Sterne fasziniert, weil dieser Sinnbogen durch die Zeit geliefert wird. Und, auch das ist keine Überraschung, all diese großen Geschichten sind im Grunde Familiengeschichten. Weihnachten lässt sich darauf reduzieren, dass wir von einer Familie erzählen hören. Und Kind der Sterne ist auch eine Familiengeschichte. Da geht es um die Skywalkers, um mehrere Generationen, um den Konflikt des Vaters und dem Sohn. Und wie es weitergeht, warten wir ja noch ab. Einen galaktischen Rahmen hat die Geschichte der Skywalkers. Einen galaktischen Rahmen hat auch die Geschichte Jesu. Und so wird im Kern der Geschichte, der Familiengeschichte, die Geschichte der ganzen Welt erzählt. Und deshalb gibt sie uns Kraft zur Orientierung. Die Geschichte der ganzen Welt ist in der Geschichte unserer eigenen Familie auch bereits erzählt. Und was in unseren Familien geschieht, hat einen galaktischen Rahmen. Und deshalb können wir uns darin einordnen und können das begreifen.
der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte ist das Weihnachtsgeschehen. So sagt Hebräerbrief. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so unumstritten, diese Behauptung. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, haben wir gehört, diese Worte. Die ganze Kette der Propheten, die ganzen Ereignisse der Welt sind auf diesen einen Höhepunkt hin konzentriert. In den letzten Tagen hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet. Und das will ich auch ganz wörtlich verstehen, denn in den zurückliegenden Weihnachtstagen, in dem, was Sie mit Ihrer Familie erlebt haben, hat Gott zu uns geredet. Das Weihnachtsfest ist für uns etwas gleichzusetzen mit dem, was der Film auch sagt. Das Erwachen der Macht. Was Sie erlebt haben an Weihnachten, ist wie das Erwachen der Macht unter uns. Und das Weihnachtsfest ist wie der Schrank in Narnia, wo die Kinder hindurchgehen in eine neue Wirklichkeit, die sie so vorher noch nie wahrgenommen haben. Hineingezogen werden in die Geschichte Gottes mit der Welt. Ein Eintrittstor finden in die Erzählung, die Gott mit dieser Welt hat. Das ist Weihnachten. Wir gehören mit dazu. Und was würden die Fans von Star Wars nicht dazu geben, in dieser Geschichte mit dazuzugehören? Ich habe eine Anzeige gesehen, in der Hunderttausende von Statisten gesucht wurden für diese Filmaufnahme. Und es haben sich auch Hunderttausende von Menschen darum beworben, weil jeder mit dabei sein wollte. Gefragt waren vor allen Dingen Leute mit markantem Äußeren. Die sollten Narben haben, schiefe Zähne oder sonst überhaupt einen auffällig gestaltetes Gesicht, weil man sowas in einer solchen Science-Fiction-Erzählung gut gebrauchen kann. Wir sind auch ein Teil von Weihnachten geworden. Auch wir mit unseren schiefen Zähnen, mit unseren Unzulänglichkeiten, mit den markanten Auffälligkeiten unserer Persönlichkeit. Wir sind hineingezogen in diese Geschichte und spielen mit in einem mindermächtigen Epos, das über Generationen hinweg reicht. Unser Leben bleibt nicht unerzählt. Das ist das Wunderbare. Unser Leben ist der Teil einer großen Geschichte. Wir gehören mit hinein. Und unsere Lebensgeschichte wird ein gutes Ende haben, so wie die von Jesus auch eins hat. Es gibt einen Anspruch, den die biblische Geschichte gegenüber Star Wars erhebt und den will ich auch nicht verschweigen. Ja, Star Wars ist fiktiv, ein Produkt der Fantasie, erfunden. Und niemand würde denken, dass die Welt so funktioniert, wie sie dort. Christus aber erhebt den Anspruch, dass er die Wirklichkeit der Welt tatsächlich berührt. Das Wort ward Fleisch. Hier geht es nicht nur darum, dass er Fantasie erzählt wird. Hier geht es darum, was ein Mensch konkret gelebt hat und die Welt gestaltet. Das ist der Unterschied zwischen Geschichte und Historie. Der jetzige Film, das Erwachen der Macht, ist wieder die Eröffnung einer Trilogie. Man plant schon bereits, dass es zwei weitere Fortsetzungen geben wird. Das heißt, die nächsten 10 Jahre sind dann damit schon mal wieder gesichert. Wir dürfen sicher sein, dass es auch für unsere Geschichte weitere Fortsetzungen gibt. Gute Fortsetzungen, die sie auf ein gutes Ende hinzuführen. Möge die Macht mit ihnen sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alles auf Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus.